Hi und herzlich willkommen zu Neuanfang, der Podcast, mit dem du dich und die Welt positiv veränderst. Vegane Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit sind in meinen Augen das Gesamtpaket, um zu einem gesünderen und glücklicheren Menschen zu werden und so jeden Tag die Welt ein bisschen besser zu machen. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Heute gibt's mal wieder ein Interview und ich habe einen vielleicht für einen Podcast eher außergewöhnlichen Gast. Und zwar ist das Steffen Kraft, der vor allen Dingen als Illustrator und Designer tätig ist und sich natürlich eher mit optischen Dingen beschäftigt. Und das ist natürlich im Podcast ein bisschen schwierig rüberzubringen. Aber ich denke, du wirst sehen, bei den Themen, mit denen Steffen sich auseinandersetzt, passt er ganz wunderbar in diesen Podcast. Und außerdem hat er in diesem Jahr einen sehr, sehr großen Neuanfang gewagt. Und mehr dazu gleich im Interview mit Steffen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ich habe heute Steffen Kraft im Interview. Steffen ist 38, wohnt in Wiesbaden, soweit ich richtig informiert bin, und lebt seit etwa 3 bis 4 Jahren fast 100% vegan und ist passionierter Yogi. Er selbst nennt sich Eco-Designer, hat mal Kommunikationsdesign studiert und danach dann mit einem Freund gemeinsam eine Werbeagentur gegründet, mit der er ziemlich schnell erfolgreich war. Und aus dieser Werbeagentur ist er dieses Jahr nach über 8 Jahren ausgestiegen, um sich seinen eigenen Projekten zu widmen. Und dieser Neuanfang, den er da gewagt hat, das ist der eine Grund, warum ich ihn heute in den Podcast eingeladen habe. Und der andere ist, dass er unter dem Namen Iconeo Illustrationen erstellt, die, wie er sich selbst sagt, mit dem verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst und der Umwelt beschäftigen. Und das sind Illustrationen, die den Betrachter auf jeden Fall immer wieder herausfordern, genau hinzuschauen und auch nachzudenken. Und viele von den Illustrationen haben auch einen kritischen Hintergrund. Sie beschäftigen sich mit unseren Ernährungsgewohnheiten, mit Tierrechten, mit Umweltverschmutzung, unserer Wegwerfgesellschaft oder auch der Politik. Und es gibt jemand, einen Blogger, der Steffen mal einen digitalen Aktivisten genannt hat. Und das fand ich auf jeden Fall eine sehr, sehr passende Bezeichnung. Und nun sind natürlich Illustrationen im Podcast ziemlich schwer zu zeigen. Das heißt, ich werde euch auf jeden Fall ein paar von Steffens Illustrationen, natürlich auch die Links zu seiner Webseite und so, alles in die Shownotes packen. Und wo ihr die Shownotes findet, das erfahrt ihr am Ende der Episode. Und zu diesen Illustrationen, da veröffentlicht er auf seiner eigenen Webseite, auf seinem Blog, auch immer wieder Texte, wo es eben um die gerade genannten Themen geht. Und natürlich zeigt er seine Illustrationen auch auf Instagram. Und da hat er inzwischen über 10.000 Follower. Das heißt, seine Vision, die Welt ein bisschen besser zu machen, die Welt ein bisschen zu verändern, kommt er damit auf jeden Fall schon ein großes Stückchen näher. Und das ist eine Vision, die, wie ihr vermutlich wisst, wir beide auch teilen. Und das ist eben der andere Grund, warum ich ihn heute in den Podcast eingeladen habe. Und über all das wollen wir heute sprechen. Aber jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, Steffen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wow, vielen Dank. Das war eine tolle Einleitung. Es ist immer schön, wenn jemand so das eigene Leben mal zusammenfasst, was man ja oft selbst gar nicht so vor Augen hat. Und sehr, ich freue mich sehr, hier zu sein. Gibt es denn irgendwelche Ergänzungen, irgendwas, was ich vergessen habe? Das war schon sehr gut zusammengefasst, ja. Ergänzungen werden sich noch ergeben im Interview, denke ich. Ja, klasse. Ja, das heißt, es war auf jeden Fall oder ist noch immer wahrscheinlich ein besonders aufregendes Jahr für dich. Und wo du ja jetzt im Sommer nach 8 erfolgreichen Jahren aus der Werbeagentur ausgestiegen bist. Du hast ja auch einen längeren Blogartikel dazu geschrieben, der den Titel trägt Mut tut gut. Und das Ganze hat mich sehr an meine eigene Geschichte erinnert. Ich selber bin auch nach 8 Jahren aus der Werbeagentur ausgestiegen, nur war es nicht meine eigene. Wenn es das eigene Baby ist, dann ist es, glaube ich, schon noch mal eine Runde krasser. Wie hast du denn diesen Mut dafür aufgebracht, diesen ja doch ziemlich entscheidenden Schritt auf jeden Fall zu machen? Ja, das war wirklich auch ein langer Prozess, der mich dann dahin geführt hat. Angefangen hat diese Überlegung auszusteigen vor ungefähr 2 bis 3 Jahren, würde ich sagen. Ich habe damals angefangen, auch mehr Illustration privat zu machen. Und habe gemerkt,
wie viel Spaß es macht, einfach eigene kreative Ideen zu entwickeln, ohne dass da jetzt ein Kunde dahinter steht, ohne dass jemand dahinter steht, der Erwartungen hat. Und ich habe gemerkt, dass ich unglaublich produktiv und kreativ bin, wenn ich frei bin in meinen Ideen und Vorstellungen. Und in einer Werbeagentur ist es natürlich so, es gibt einen Kunden, der hat einen Auftrag, der sagt, wir brauchen eine Kampagne, wir brauchen eine Broschüre. Und man entwickelt dann Ideen für so ein Projekt, was auch spannend sein kann. Und ich habe gemerkt, es macht mir doch am meisten Spaß, auch an eigenen Ideen weiterzuentwickeln und eigene Ideen voranzutreiben. Und in so einem Agenturalltag, ich habe angefangen morgens so zwischen 9:30 und 10:00, bin abends um 7:30, 8:30 raus. Das ist natürlich so ein starrer Alltag, der auch jetzt nicht viel Raum für Veränderungen zulässt. Und das ist natürlich dann nicht so einfach, seinen Alltag zu ändern. Und natürlich ist es auch so, wenn man sowas aufgebaut hat, eine Agentur, das ist ja auch sowas wie ein Baby. Man hat auch werden Mitarbeiter am Ende, 4 bis 6 Mitarbeiter und ein Kundenstamm mit großen Kunden. Meine Eltern haben immer stolz erzählt, unser Sohn hat eine Werbeagentur und das ist natürlich dann nochmal eine Überlegung, will ich das wirklich aufgeben? Eigentlich geht es mir ja gut, ich habe einen sicheren Job. Auf der anderen Seite sind das natürlich auch, ich habe immer gedacht, das sind Luxusprobleme, aber es sind ja eigentlich nur Ausreden dafür, dass man vielleicht auch keinen Mut hat, was zu ändern. Und ja, nach 8,5 Jahren war es dann einfach für mich auch der Punkt zu sagen, okay, jetzt ich muss mal was anderes machen, ich muss mal raus, und das hat jetzt auch alles gepasst so, und es war eine super Entscheidung, jetzt rauszugehen. Und also ich jetzt nach 2,5 Monaten, nachdem ich jetzt draußen bin aus der Agentur, merke ich auch so langsam, wie ich diese Freiheit auch genießen kann. Am Anfang war das ziemlich schwer nach der Agenturszeit, diese Freiheit auch wirklich zu genießen, weil man fällt dann in so ein Loch, man setzt sich an den Schreibtisch, weil man es die 8,5 Jahre davor auch getan hat, und man denkt, man müsste etwas arbeiten. Und Freiheit muss man ja auch aushalten können. Das ist ja gar nicht so einfach, wirklich dann damit was anzufangen, wenn man keinen konkreten Plan hat. Und mittlerweile kann ich es erst ganz, ganz gut genießen, die Zeit. Das kenne ich total gut. Also das, gerade wenn man eben so 8 Jahre, und eine Werbeagentur ist oft ja so ein Geschäft von, es ist ja nun mal eine Dienstleistung, ne, wo der Kunde gerne auch mal sagt, ja, es hätte eigentlich gestern fertig sein sollen, so ungefähr. Und dann man schon auch oft so ein bisschen getrieben ist. Und wenn es, glaube ich, so das eigene Baby ist, vielleicht manchmal auch noch mal eine Spur krasser, als wenn man nur als Angestellter für irgendwen arbeitet. Und das so von heute auf morgen nicht mehr zu haben, hat mir auf jeden Fall auch Kopfzerbrechen bereitet, beziehungsweise ich habe mich noch sehr lange auch so getrieben gefühlt. Ne? Und, ja, ganz genau. Und wie du sagst, du musst auch lernen, mit Freiheit umgehen zu können. Aber ich gehe jetzt mal, jetzt sind es auch erst 2,5 Monate, die vergangen sind. Ich gehe aber mal von aus, bereuen tust du nichts, oder? Im Gegenteil. Also ich habe jetzt auch einen Coworking-Raum mit 2 Leuten gefunden, hier mitten im Grün. Zu jedem Fenster, aus dem ich schaue, sehe ich Bäume und Natur. Und ich kann das Fenster aufmachen, ich höre Vogelgezwitscher überall. Das ist, ich kann vor allem meine Zeit frei einteilen. Als ich in der Agentur gearbeitet habe, bin ich morgens immer durch die Fußgängerzone gelaufen und habe dann Menschen im Café sitzen gesehen und die Kaffee getrunken haben, die Zeitung gelesen haben. Und ich habe mir gedacht, wow, sowas hätte ich auch gern. Einfach morgens sich mal in den Café setzen und die Zeit mehr genießen. Und das kann ich jetzt machen. Jetzt habe ich die Zeit dazu. Ich kann vor allem, wenn man im kreativen Bereich arbeitet, dann braucht man ja auch Inspiration und Freiraum, um Ideen zu entwickeln. Und
Und das kann ich mir jetzt leisten, nämlich einfach mal sage, ich gehe jetzt mal auch einen halben Tag in den Wald und lass mich inspirieren oder ich mache einfach mal ein paar Stunden lang gar nichts und muss mich nicht einfach, ich habe nicht diese Pflicht, mich an den Schreibtisch zu setzen, um nur da zu sitzen, sondern ich kann jetzt selbst entscheiden, was ich machen will, an welchen Projekten ich arbeiten will. Ich habe im Moment auch noch nicht so viel zu tun, dass ich jetzt wieder vollständig im Alltag integriert bin. Also ich habe jetzt 2, 3 kleinere Projekte, die ich mir relativ frei einteilen kann und habe dann noch genug Zeit, eigene Projekte voranzutreiben, wie zum Beispiel an den Illustrationen zu arbeiten, die ich mache. Da bekomme ich ja jetzt auch kein Geld dafür. Und das sind diese 2 Bereiche, die ich im Moment habe. Auf der einen Seite natürlich noch mit Kunden zu arbeiten, aber dann eben mit ausgewählten Kunden, mit Kunden, die im nachhaltigen Bereich arbeiten, die im sozialen Bereich oder kulturellen Bereich arbeiten. Und auf der anderen Seite eben diese freien Arbeiten, mit denen ich im Moment noch eben kein Geld verdiene. Da überlege ich gerade, ob ich einen Etsy-Shop aufmache oder die viele Drucke mal versuche einfach zu drucken und zu verkaufen. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Und hast du denn jetzt das Gefühl, dass dieser Neuanfang, den du gewagt hast, dass der, auch wenn es jetzt noch nicht so lange her ist, dass der in dir auch was anderes bewegt, jetzt nicht nur auf deine Arbeit bezogen, sondern auch, dass es dich als Mensch anfängt zu verändern, dass du einfach eine größere Freiheit hast und dass du aber auch diesen Mut aufgebracht hast, den Neuanfang zu wagen? Was hat das in dir selber, mit dir selber gemacht? Privat merke ich vor allem, dass ich Momente wieder mehr genießen kann und auch mehr zu schätzen weiß, also auch Zeit ganz anders wahrnehmen als vorher. Ich habe jetzt, wenn ich mich mit Freunden treffe, zum Beispiel vormittags auf einem Café, dann kann ich diese Zeit total gut genießen, weil ich keinen Druck habe. Ich weiß, ich muss nicht in einer Stunde wieder im Büro sein, sondern ich habe jetzt völlige Zeit, mich einem Freund zu widmen, zuzuhören, ohne dass da jetzt ein Zeitdruck oder ein Kundendruck dahinter ist, der sagt, ich brauche jetzt bis um 13 Uhr die Daten, dann könnte ich jetzt nicht entspannt mit einem Freund mich in der Stadt treffen und mich mit ihm unterhalten. Zum Beispiel, das ist ein Punkt. Zum anderen habe ich jetzt natürlich auch private Freiheit, Projekte oder ja, Dinge mehr umzusetzen, die ich vorher nicht gemacht habe. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal in Wiesbaden in einem Freibad, was ich die letzten 10 Jahre nie gemacht habe. Oder ich mache wieder mehr Yoga, ich bin mehr draußen. Das sind Sachen, die ich die letzten Jahre nicht weiter verfolgt habe, weil wenn ich abends von der Agentur nach Hause gekommen bin, dann ist man ja auch kaputt, dann wird noch gekocht und dann ist man dieser Tag auch schon fast vorbei und am Wochenende wird dann auch muss nochmal aufgeräumt werden und man muss noch Erledigungen machen. Da bleibt dann nicht mehr Zeit für die eigenen privaten Ziele, wie jetzt zum Beispiel mehr Yoga machen oder mal wieder ein Buch lesen oder diese so ganz einfache Dinge, die ja total wertvoll sind, aber für die man auch eben Zeit braucht. Und das merke ich jetzt, dass ich da ganz viel dazu gewonnen habe. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ja, das ist so. Ich hatte damals so ein bisschen das Gefühl, dass der Ausstieg aus der Agentur so einen fahrenden Zug so ein bisschen zum Stehen gebracht hat. Ich bin nur so durch mein Leben gerast und habe versucht, irgendwie der Arbeit und nebenbei eben den Freunden und der Familie gerecht zu werden und habe mich selber darüber auch oft vergessen. Und dass einfach das Anhalten dieses Zuges dazu geführt hat, dass ich plötzlich wieder gemerkt habe, ich bin ja auch ein Mensch, ich habe Bedürfnisse und ich habe jetzt aber auch die Freiheit, diese Bedürfnisse wieder stärker zu erfüllen und denen nachzugehen. Und bei mir war es auf jeden Fall auch der Start für eine Reise zu mir selbst auch, definitiv. Ja, man weiß ja manchmal auch gar nicht so, wer man genau ist. Also wenn man in so einem Alltag festsitzt mit Arbeit, man geht morgens hin, kommt abends zurück, man verliert ja auch den Bezug zu sich selbst, weil man auch einfach zu wenig zum Nachdenken kommt oder zu wenig Stille auch hat, zu wenig, den Dingen zu wenig Achtsamkeit schenkt. Wenn ich mit dem Gedanken im Kopf durch die Welt laufe, ich muss noch eine Abgabe machen, ich habe hier noch ein Telefonat und ich laufe mit diesem Gedanken durch einen Park, dann nehme ich den Park ja auch gar nicht
so in dieser Schönheit war, wie er vielleicht ist, sondern ich habe immer diese Gedanken vor Augen. Und sobald man eben diese negativen Gedanken ausblenden kann, kann man eben auch wieder viel achtsamer die zum einen eben die Welt wahrnehmen, aber auch dann eben auch sich selbst noch viel, viel achtsamer wahrnehmen. Und das hat mir auch sehr viel gebracht, also so Achtsamkeitsübungen zu machen, mehr auf sich selbst zu hören, den Jetzt-Moment einfach wahrzunehmen. Und das hat viel gebracht. Ja, das ist natürlich eben, wenn man in so einem, also selbst wenn einem der Job an sich auch Spaß macht, man ist ja trotzdem irgendwie so eine Art Hamsterrad drinne, aus dem es ja schwer ist, mal eben so auszusteigen und zu sagen, so, jetzt setze ich mich hin und genieße mal das Hier und Jetzt. Ja, das ist gelingt einem dann vielleicht höchstens mal, wenn man sich dann mal die Zeit für eine Runde Yoga nimmt oder so. Aber dem Alltag, in so einem Agenturalltag oder oft, denke ich, auch in vielen anderen Jobs, da wirklich den Raum für zu finden, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ja, also es gibt ja diese Bewegung gerade, die ich spüre. Also man hört immer wieder vom 6-Stunden-Arbeitstag oder dass es nicht mehr darum geht, mehr zu arbeiten, sondern dass es eher auch von Firmen teilweise auch gefördert wird, weniger zu arbeiten. Also da merke ich schon eine große Bewegung im Moment, was ich super finde, weil es kann natürlich mit diesem Leistungsgesellschaft kann so nicht weitergehen. Es kann nicht der 10-Stunden-Arbeitstag kommen oder 12-Stunden-Arbeitstag. Man ist auch nicht mehr produktiv. Also ich merke das auch, habe es an mir selbst gemerkt, wenn ich 8 Stunden Zeit für einen Job habe, dann brauche ich 8 Stunden. Wenn ich 6 Stunden Zeit habe, dann geht es auch in 6 Stunden. Und da merke ich, dass das Unternehmen so langsam auch begreifen, dass es nicht darum geht, viel zu arbeiten, sondern auch die Arbeitszeit schöner zu gestalten und auch generell weniger zu arbeiten. Und da habe ich auch ganz viel Feedback bekommen auf meinen Blogbeitrag zu diesem Thema, dass ganz viele Menschen einfach auch unzufrieden sind in ihrem Job und auch dieses Bedürfnis haben, was sinnvoll ist, einfach mit ihrer Lebenszeit anzufangen und nicht für irgendeinen riesigen Konzern zu arbeiten, dem es nur darum geht, viel Geld zu verdienen, sondern dass man diese Lebenszeit, die man da wirklich ja absitzt, einfach so nutzt, um etwas Sinnvolles anzufangen. Und da habe ich ganz viele Beiträge von Freunden auch gehört, die ähnlich denken. Und da merke ich gerade so eine riesen Bewegung auch in der Gesellschaft, dass es da in so eine Richtung hingeht. Da bin ich total froh drüber. Ja, total. Also ich denke, dass einfach nicht nur, weil einfach so Themen wie Achtsamkeit, Meditation, persönliche Weiterentwicklung und so, dass die einfach immer weiter verbreitet werden. Das ist so das eine, denke ich. Und das andere, da glaube ich ganz fest dran, dass einfach das, was im Moment in der Welt an Scheiße sozusagen passiert da draußen, sei es jetzt in der Politik, sei es mit dem Ausgang der Wahlen, ob jetzt in Amerika oder in Deutschland, sei es mit dem, was mit der Umwelt passiert und so weiter, sei es, dass immer mehr Menschen verstehen, dass wenn wir in der gleichen Manier weitermachen, irgendwann die Erde überbevölkert ist und definitiv noch viel weniger Leute was zu essen haben werden. Ich glaube, das ist dann so Dinge, die doch dann peu à peu die Menschen zum Nachdenken bringen und auch so eine gewisse, ja, so ein bisschen, einen gewissen Energieshift da bringen, dass die Leute verstehen, dass es sowohl für ihr persönliches Glück als eben auch für die Welt als Gesamtes viel wichtig ist, dass viel mehr Menschen ihre Arbeitskraft, ihre Schöpferkraft, ihre Kreativität nutzen, um die Welt insgesamt eben besser zu machen und nach vorne zu bringen und aus der Krise, in der sie meiner Meinung nach steckt, auch mit rauszuholen. Und dass es aber eben auch für jemanden ganz oder für uns alle ganz persönlich auch wahnsinnig erfüllend sein kann, wenn man einen Job hat, den man wo man was positiv beitragen kann und der sich dann im Idealfall auch noch mit den eigenen Werten deckt, weil ich glaube, das ist für ganz viele Leute ein Problem, wenn sie eben von morgens bis abends in einem Büro sitzen und für jemanden arbeiten, dessen Ideale nicht den eigenen Idealen entsprechen. Das ist das, was einen, glaube ich, dann irgendwann so ein bisschen innerlich zerreißt und einen auch in den Frust wandern lässt, mal abgesehen von den kleinen Alltagsdingen, die jetzt vielleicht der Chef an sich oder so oder die Kollegen, die einen dann irgendwie nerven können. Und genau. Ja.
Und du hast ja, das ist für dich ja jetzt auch so ein Ziel, ne? Vor allen Dingen Projekte zu machen, die einen nachhaltigen Hintergrund haben, sozialen Aspekt oder so, die auf jeden Fall nicht mehr die reine Konzernarbeit sozusagen. Genau, also ich hatte schon während der Agenturszeit, hatten wir mehrere kleinere Projekte, die in diesem Bereich waren, also im Bereich Nachhaltigkeit, Soziales. Ich habe zum Beispiel mit der Teestube in Darmstadt ein Buchprojekt realisiert. Da ging es darum, Obdachlose zu porträtieren. Da ist ein Buch daraus entstanden, in dem dann auch die Obdachlosen zu Wort gekommen sind. Das war verbunden mit einer Ausstellung. Und das Buch wurde dann auch gedruckt in der Justizvollzugsanstalt auf Recyclingpapier. Und das war ein Projekt, das hat sich über 2-3 Monate hingezogen. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten, mit den Obdachlosen ins Gespräch zu kommen, die zu porträtieren, einfach auch diese Situation zu verstehen. Und das, was ich kann, ist eben Dinge zu visualisieren, die mich beschäftigen, wie zum Beispiel jetzt Fotos zu machen oder zu illustrieren. Und das war so eine schöne, runde Sache am Ende, wo ich ein richtig gutes Gefühl hatte, weil es von vorne bis zum Hinten ein für mich total sinnvolles Projekt war. Und da habe ich gedacht, das ist genau so in diese Richtung, in die ich weitergehen will. Weil das ist dann, da fühlt man sich am Ende des Tages auch gebraucht. Und wir als Gestalter und Designer haben ja die Möglichkeit, Dinge zu visualisieren und Dinge darzustellen, die uns beschäftigen. Und wir leben in einer auch größtenteils visuellen Welt, wo die Menschen auch einfach auf Bilder reagieren. Da haben wir natürlich auch als Designer und Gestalter eine Verantwortung, auch Bilder zu entwerfen, die positiv sind oder die auf Missstände aufmerksam machen und ja, eben die Lebensenergie in solche Projekte zu stecken, das fühlt sich richtig gut an, ja. Und hast du denn, was denkst du denn, was Bilder können, was Worte vielleicht nicht können? Bei Illustrationen ist es zum Beispiel so, dass ich da ganz oft Welten erschaffen kann, die man jetzt nicht so beschreiben kann oder die vielleicht mit einem Augenzwinkern etwas Schlechtes zeigen können. Und ja, also ich glaube halt, was Worte, ne, oder gerade auch was die Illustrationen können, was vielleicht Fotografien nicht können oder was auch Worte vielleicht nicht auf die Art und Weise können, ist halt einfach eine Welt zu erschaffen, die so real nicht existiert. Ne? Also mein klar, mit Worten kann man natürlich auch irgendwas machen und Fotos kann man auch manipulieren, aber ich muss jetzt gerade eben zum Beispiel an eine Illustration von dir denken, ich versuche die jetzt mal zu beschreiben, es ist jetzt sehr gewagt hier, aber dort steht ein Surfer vor einer Welle und guckt aufs Meer hinaus und dieser Surfer hat anstatt eines Surfbretts ein Bügelbrett und ein Bügeleisen unterm Arm und die Welle besteht nicht aus Wasser, sondern aus Kleidungsstücken, wo es im Prinzip und das der Titel der Illustration ist Laundry, ne? Und im Englischen oder sagt man ja auch, oder sagt man im Deutschen auch, ne, schmutzige Wäsche sozusagen, nicht nur als tatsächlichen Bestand, sondern eben auch als Bild für schmutzige Wäsche waschen, ne, und Missstände beziehungsweise vielleicht auch Dinge zu verschleiern und so weiter und als das Ganze als Kritik an einerseits der Bekleidungsindustrie, wie Kleidung produziert wird, aber auch an uns Konsumenten, wie bedenkenlos wir immer neu kaufen und dann einfach wegwerfen. Und das ist, denke ich, halt sowas, da kann in so eine Illustration, die werde ich auf jeden Fall auch auf der Episodenseite da drauf packen, dann könnt ihr euch die angucken. So eine Illustration, die kann einfach eben so viele verschiedene Ebenen in so ein Bild reinbringen, was natürlich mit einem Foto sehr schwer zu erreichen wäre. Und auch wenn man merkt ja daran, wie ich jetzt um Worte ringe, um diese Illustration zu beschreiben, schwer zu beschreiben ist und man könnte sich nicht wirklich was drunter vorstellen. Und ich denke, diese Illustration, die hat dann eine Kraft, die wie es vielleicht mit Worten oder mit einem Foto in der Art nicht machbar gewesen wäre. Ja, es ist eben auch so eine ungewohnte Sehweise. Ich zeige ja in diesen Illustrationen
Dinge, die es so nicht gibt und wo man vielleicht auch mal hängen bleibt, weil man es einfach nicht gesehen hat. Mit manchen Illustrationen muss man sich dann auch ein bisschen länger mit beschäftigen. Das sind manchmal keine Sachen, die man jetzt sieht und sofort begreift, sondern man muss vielleicht auch mal kurz innehalten und überlegen. Und das macht mir auch besonders viel Spaß, den Betrachter so ein bisschen anzuhalten in seinem Feed, wenn er irgendwie so durchscrollt und sieht irgendwelche hübschen Fotos und dann ist auf einmal eine Illustration, die auf den ersten Blick vielleicht keinen Sinn ergibt, aber mit der man sich dann eben auch mal beschäftigen muss. Und mir macht das total Spaß, auch Dinge zu kombinieren, die jetzt nicht zusammenpassen. Und das macht dann auch eben aus, was es dann, womit, wo der Blick dran hängen bleibt, wie zum Beispiel das Bügelbrett anstelle des Surfbretts. Und ich spiele gern mit diesen Symbolen, die allgemein bekannt sind. Also zum Beispiel der Surfer am Strand ist so ein Bild, was man einfach kennt. Da kann sich jeder was drunter vorstellen, wenn man das eben auch als Wort sagt. Und dann mit diesem Symbol zu arbeiten, das zu verfremden und was anderes draus zu machen. Da habe ich unglaublich viel Spaß daran. Und das ist auch so eine schöne Übung, mit der ich auf ganz viele neue Ideen komme, wenn ich mir überlege, was ist ein schönes Kreativitätstraining, wenn man sich überlegt, was könnte ein Gegenstand noch alles sein. Ich arbeite ja viel mit auch mit Serien, wie zum Beispiel meine so Bleistiftillustrationen mache ich ziemlich viel und das ist dann auch so eine Überlegung. Dann überlege ich, was könnte so ein Bleistift noch alles sein? Oder dann sehe ich andere Gegenstände und überlege, was könnte man noch daraus machen? Und so ergeben sich dann schöne neue Bilder, indem man zwei Dinge zusammenführt, die eigentlich nicht zusammengehören. Und das macht es dann auch relativ einfach. Das ist dann einfach nur so ein Muskel, der trainiert wird im Kopf, wenn man sich überlegt, was könnte man alles kombinieren, was könnte nicht zusammenpassen, was aber dann doch irgendwie zusammenpasst, wenn ich zum Beispiel eine Idee habe, ich habe einen Wunsch, ich will auf den Schutz der Wale eingehen mit einer Illustration, dann schaue ich, was ist symbolträchtig bei einem Wal, das ist zum Beispiel die Walflosse und was könnte man mit dieser Walflosse machen, also das ist ja so ein bekanntes Symbol, wenn ich das verfremde, wenn ich das irgendwo anders hinsetze, hat es wieder eine ganz andere Aufmerksamkeit und natürlich ist es dann auch, finde ich immer ganz wichtig, dass sowas dann auch am Ende irgendwie einen Sinn gibt, also es macht jetzt, ist es für mich nicht der Anspruch, irgendwie Dinge einfach nur wild zu kombinieren, weil sie vielleicht witzig sind, sondern am sinnvollsten ist es für mich dann eben auch, wenn damit eine Aussage getroffen wird. Und das ist dann natürlich das Schwierigste. Also so Ideen zu finden für verrückte Bildchen ist manchmal gar nicht so schwer. Aber dann eben zu schauen, was für eine Aussage will ich denn damit treffen und das dann irgendwie auf den Punkt zu bringen, das ist dann nochmal die größere Herausforderung. Ja, das glaube ich. Wie ist denn, was kriegst du denn so für Reaktionen darauf, auf die, weil ich weiß halt, ich muss jetzt gerade, als du das beschrieben hast, dran denken, ich weiß, als ich das erste Mal deine Illustrationen gesehen habe, war bei ganz vielen Beispielen so dieses, dass es so eine Sekunde verzögert quasi kam, dass man auf den ersten Blick was gesehen hat, aber erst auf den zweiten Blick sozusagen verstanden hat und erst auf den dritten Blick auch noch gemerkt hat, krass, da steckt ja wirklich eine sehr, sehr intensive Message auch dahinter. Was sind so die Reaktionen, die du von Leuten bekommst? Die Reaktionen sind, also wenn ich Kommentare bekomme, dann geht es genau meistens darum, dass ich eben diese Illustrationen eben weitergehen als eine pure Unterhaltung, sondern dass da vielleicht noch so ein Sinn dahinter steht, irgendeine Aussage. Das finden die Leute, von denen ich Reaktionen bekomme, dann erstaunlich und schreiben mir das, ja. Ja, ich glaube, wie du schon sagst, es ist einfach auch so ein bisschen ein Bruch, gerade finde ich in der Instagram-Welt, ne, wo es immer nur, also bei vielen einfach wirklich um schöne Bilder geht. Manche schreiben dann halt noch irgendwie eine Bildunterschrift drunter, wo vielleicht ein bisschen Tiefe drinne ist. Aber wirklich Bilder, wo man dran hängen bleibt, weil sie eben eine Message transportieren, die sind schon eher rar, beziehungsweise, klar, hängt natürlich auch mal so ein bisschen davon ab, wem man so folgt und in was für einer Blase man da lebt, aber also gerade aus der Ecke, wo Instagram halt herkommt, der ganze Fashion- und Food-Bereich und so weiter, da ist auf jeden Fall alles ziemlich oberflächlich. Ja,
Also ich merke das auch oft, welche Bilder gut ankommen, welche nicht gut ankommen. Und ganz oft ist es zum Beispiel so, wenn ich irgendeine Illustration mache, die mir einfach total gut gefällt, dass es keinen tieferen Sinn irgendwie hat, kann es sein, dass sie total abgeht und unglaublich viele Likes bekommt und eine andere Illustration, wo ich denke, das ist total wichtig, dass diese Aussage, die dann aber vielleicht zu schwer zu entschlüsseln ist, die dann eben nicht viel Aufmerksamkeit bekommen, wie zum Beispiel, ich habe ein Bild gemacht mit einem Zigarettenstummel und will einfach damit, also diese Aufmerksamkeit zu sagen, hey, Leute, passt auf, wenn ihr euren Zigarettenstummel wegschmeißt, was für Auswirkungen das hat. Das war einfach, sowas ist dann eine Sache, mit der man sich zu sehr mit beschäftigen muss, weil man den Text darunter vielleicht noch lesen muss. Da merke ich dann, dass sowas dann weniger ankommt, wenn man sich zu viel damit beschäftigen muss. Also so, man muss nur so eine gewissen, das ist immer so eine Gratwanderung zwischen es darf nicht zu schnell verstanden werden und nicht zu, man muss sich nicht, darf sich nicht zu sehr damit zu beschäftigen müssen. Und ja, da versuche ich noch herauszufinden, was da die gute Mischung ist. Ja, die Leute, ein bisschen denken ist okay, aber nicht zu viel, ne? Ja, ganz genau. Wo bekommst du deine Inspiration her? Du hast vorhin schon mal gesagt, du setzt dich dann gerne in den Wald oder so. Das ist ganz unterschiedlich. Also ich bekomme ganz wenig Ideen am Schreibtisch. Das meiste passiert wirklich unterwegs. Also ich bekomme ganz viele Ideen beim Duschen zum Beispiel, weil das Gehirn dann nicht auf Ideensuche programmiert ist. Also ich habe zwar vielleicht eine Wunsch im Kopf, ich hätte gerne eine neue Illustration oder ich hätte gerne ich habe eine Aufgabe bekommen und soll dazu irgendwas machen. Und sobald ich mich mit anderen Dingen beschäftige, kann es sein, dass da ganz spontan die Lösung dann beim Duschen kommt zum Beispiel. Also wenn das Gehirn jetzt nicht darauf programmiert ist, ich muss jetzt eine Idee finden, sondern ich beschäftige mich mit etwas anderem und dann kommt dabei wie aus heiterem Himmel manchmal eine Idee. Sowas ist natürlich nicht planbar, was es natürlich auch schwierig macht, gerade wenn man mit Kunden arbeitet. Deswegen ist es auch immer gut, wenn man ein bisschen Zeit hat für eine Aufgabe, weil man weiß, okay, die Inspiration, die braucht einfach auch manchmal ein paar Duschvorgänge, bis man die hat. Und manchmal ist es auch planbar. Also wenn ich jetzt eine Aufgabe bekomme, ist es auch so, ja, manchmal wie eine Forschungsarbeit. Also dann recherchiere ich erstmal ganz viel. Ich muss ganz viel über ein Thema wissen, wie zum Beispiel, wenn es um das Thema Tierschutz geht oder Schutz der Wale, dann informiere ich mich natürlich sehr drüber und da aus dieser Recherche entstehen schon mal ganz viele Ideen auch. Und dann am Ende, damit die passende Idee entsteht, muss ich eben viel kombinieren. Ich muss viel auch mich entspannen. Und eine ganz wichtige Voraussetzung für mich, um auf Ideen zu kommen, ist einfach so eine entspannte Grundsituation. Also wenn ich irgendwie gestresst bin oder andere Sachen im Kopf habe, wenn ich einfach unentspannt bin, dann bekomme ich auch keine Ideen oder ich habe keine Lust, Ideen noch zu entwickeln, weil mich noch etwas ganz anderes beschäftigt. Also ich brauche irgendwie so eine heitere Grundstimmung. Also ich merke auch, wenn ich gut drauf bin, dann sprudeln die Ideen manchmal. Und wenn es irgendwie regnet und ich noch zu Hause rumsitze und dann manchmal habe ich einfach auch überhaupt keine Ideen. Also bei mir ist wirklich auch schon mal so, dass ich tagelang überhaupt keine Ideen habe. Und dann an einem Tag sprudelt es dann auf einmal. Das ist, das kommt auch sehr dann auf die Stimmung drauf an, auf die Tagesstimmung. Ja. Ich war zum Beispiel ganz überrascht. Ich dachte, dass ich auch in der Natur total viele Ideen bekomme. Und ich war dieses Jahr in Südfrankreich eine, zwei Wochen mitten in der Natur. Und ich war so unkreativ. Ich dachte, oh, wenn ich mal so richtig weg von der Gesellschaft bin, mal nur in der Natur rumflaniere, durch die Wälder streife, dann habe ich bestimmt ganz viele Ideen für alles Mögliche. Aber es war genau das Gegenteil und ich war dann wieder zurück in der Stadt, ich habe mich mit Menschen getroffen, ich bin durch die Straßen gelaufen und da hatte ich dann wieder ganz viel Input, weil mich hier vielleicht auch mehr beschäftigt oder mehr
mehr, vielleicht fallen mir hier mehr Missstände auf die ich aufmerksam machen will, oder hier geht mir vielleicht mehr durch den Kopf und in der Natur bin ich vielleicht zu sehr entspannt, dass ich gar nicht das Bedürfnis habe, mich ausdrücken zu müssen oder irgendwie was sagen zu müssen. Da genieße ich dann irgendwie eine Natur und das hat mich auch selbst überrascht, weil ich immer dachte, oh, wenn ich in der Natur bin, dann sprudelt's, aber ich brauche diesen gesellschaftlichen Input irgendwie oder vielleicht auch die Medien, um auf Ideen zu kommen. Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich meine, vielleicht will auch in der Natur das Gehirn auch einfach mal Pause machen, ne? Ja. Auch das hat mal eine Pause verdient. Und also ich merke es halt hier auch, ich wohne hier ziemlich remote in Galizien, also mitten auf dem Dorf sozusagen. Und ich merke auch, wenn es eben darum geht, wirklich neue Ideen, also auch für meinen Kosmos sozusagen, revolutionäre Ideen zu entwickeln und mich weiterzuentwickeln, jetzt nicht als Person, sondern eben auf das Online-Magazin, den Podcast bezogen, dann brauche ich Input. Und entweder ich suche mir den dann online, oder ich muss halt wirklich mich ganz gezielt auch mit Menschen umgeben, die mich inspirieren. Und das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen, ja. Wenn du sagst, eben eine heitere Grundstimmung ist für dich wichtig, neben der Zeit in der Natur, die ja anscheinend zumindest zu deinem Gehirn in erster Linie zur Entspannung da ist, weiß ich auch, dass Yoga, Meditation auf jeden Fall eine Rolle spielt bei dir. Was gibt dir das? Wie hast du damit angefangen? So, wie bist du, also gerade weil halt, es ist zwar beides so ein bisschen das Gefühl zumindest zum Trend geworden, sowohl Yoga als auch Meditation, aber ich stelle auch immer wieder fest, dass es gerade in Deutschland auch immer noch sehr so ein Frauenthema ist und es noch gar nicht so viele Männer gibt, die jetzt da vor allen Dingen auch offen drüber reden, dass sie das machen und auch gerne machen und dass es ihnen was gibt. Wie sieht so deine Beziehung zu Yoga und Meditation aus? Also ich war wirklich das erste Mal im Yoga, da war ich 15 Jahre alt, bei uns damals im Fitnessstudio und da war ich auch schon immer der einzige Mann, aber das hat mich nie gestört. Ich war auch nie so der Fußballjunge. Also ich hab nie Fußball gespielt oder ich habe mich auch nie für Autos interessiert. Yoga fand ich schon in der Schulzeit irgendwie total entspannend einfach nur. Und für mich war das einfach damals eine Sportgymnastik, also irgendwie eine Sportübung auch. Und das habe ich dann auch eine Zeit lang wieder vergessen und erst so mit Mitte 20 wieder angefangen. Und auch da war wir wieder oft der einzige Mann, aber ich habe mittlerweile, gibt es natürlich immer mehr Männer, die das machen und das ist auch, glaube ich, also mittlerweile völlig normal geworden. Und das war wahrscheinlich auch zeitgleich, dass irgendwas was passiert ist in mir, dass ich mehr angefangen habe, Gedanken zu machen, weil beim Yoga kommt natürlich auch zur Ruhe. Irgendwann merkt man dann, dass es keine Sportübungen sind, sondern dass da ganz viel passiert in einem, dass Blockaden gelöst werden und man auf einmal mehr über sich selbst reflektiert, über mehr nachdenkt. Und das passiert dann beim Yoga irgendwann mal. Und ich denke, das war auch zeitgleich ungefähr mit der Gründung der Agentur. Da habe ich dann auch wieder verstärkt Yoga gemacht. Und am Anfang in der Agenturszeit fand ich es natürlich. Ich kam direkt aus dem Studium und wir hatten große Kunden, so eine klassische Werbeagentur. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, dass ich gleichzeitig auch Yoga gemacht habe, dass ich die Einstellung dazu auch verändert habe, dass ich eben gemerkt habe, was mir selbst vielleicht im Leben wichtig ist und was meine Ziele im Leben sind, wo will ich hin. Da hat Yoga und Meditation viel geholfen, auch sich selbst zu erkennen oder dieses Gesamte zu erkennen, diese Struktur, in der man lebt und auch mal so auszubrechen aus diesem Alltagsdenken, was natürlich, und ich denke, durch das Yoga das hat es auch bewegt, dass ich dann eben am Schluss auch diesen Entschluss gefasst habe, aus der Agentur auszusteigen. Das hat mir geholfen, einfach über verschiedene Dinge auch nachdenken zu können und ich denke, das war ein ganz wichtiger Teil an meinem bisherigen Leben. Und durch Yoga kam dann auch Meditation dazu, oder? Genau, das ist ja oft
oft mit auch im Yoga mit inbegriffen. Also wenn es jetzt nicht unbedingt dieses Fitnessstudio-Yoga ist, dann ist in einem normalen, also in dem Yoga von Yoga, richtigen Yoga-Studios oder Yoga-Lehrern auch Meditation mit dabei. Und ich habe mir dann, mir hat es total Spaß gemacht, so Alltagsmeditationen zu machen. Also ich nicht unbedingt dieses sich zu Hause hinsetzen und stundenlang umsagen, sondern dieses im Alltag einfach bewusster auch zu leben und Dinge mehr bewusst wahrzunehmen. Wie zum Beispiel, wenn ich durch die Stadt laufe, dann gebe ich mir morgens eine Aufgabe und sage, achte mal auf alles, was gelb ist oder auf alles, was grün ist oder höre mal nur auf schöne Geräusche und oder also so kleine Achtsamkeitsübungen, die mir unglaublich geholfen haben, die Welt einfach bewusster wahrzunehmen. Und, ich finde ja auch immer, spülen kann eine Meditation sein oder Essen kochen oder keine Ahnung, schwimmen oder ne, was weiß ich was. Da muss, glaube ich, jeder so ein bisschen für sich finden, wo er in so einen meditativen Zustand verfallen kann und es genießen kann und um einfach Kontakt zu sich selber zu bekommen. Und genau, Achtsamkeit generell, sei es jetzt, wie du sagst, für Dinge in der Umgebung oder achtsam zu essen oder so, das sind, glaube ich, alles Dinge, die eben so ein bisschen helfen, dass das Rad, in dem wir alle täglich irgendwie unterwegs sind, immer zwischendurch mal anzuhalten und auch durchzuatmen und dadurch eben wieder Kontakt zu sich selber zu bekommen. Ich merke das auch ganz oft, wenn ich zum Beispiel illustriere oder ich mache Fotos, dass ich dann auch so meditative Zustände bekomme, weil ich dann teilweise gar nichts, ich bin in so einem Flow drin, so einem Arbeitsfluss und spüre dann gar nicht, dass ich irgendwie Hunger habe oder Durst oder ich könnte dann stundenlang einfach in diesem Zustand weitermachen und merke dann erst, wenn ich fertig bin, oh, ich habe ganz schön Hunger oder oh, das Aufstehen tut echt mal gut und macht auch unglaublich Spaß, sich dann mit einer Sache zu beschäftigen. Also dann ist der Fokus, ob ich jetzt fotografiere oder ob ich auch Gitarre spiele oder zeichne, dann wenn der Fokus eben auf eine Sache gerichtet ist, dass man da richtig total aufgeht, das ist dann für mich auch eine Art der Meditation. Ja, total. Also Flow, ne, irgendwas zu finden, wo man im Flow ist und sozusagen da wirklich Kontakt mit seinem Innersten herstellt und die Kreativität aus einem raussprudelt. Ich glaube, das ist eines der schönsten Erlebnisse, die wir als Menschen haben können, ne? Da irgendwie wirklich was zu finden, wo wir so im Flow sind. Ganz genau. Ja, auch in unserer Gesellschaft, wenn man ständig auch erreichbar ist und man bekommt ständig irgendwelche Pop-up-Meldungen auf dem Handy. Es ist ja schon so normal geworden, dass man sich von kleinen Dingen ablenken lässt und die einem so aus dem Leben so rausreißen. Und ich merke, wie gut es tut, wenn man sich wirklich mal auf eine Sache konzentriert und sich mal und Dinge tut, bei denen man sich auch nicht ablenken lassen kann, wie erfüllend es und wie effektiv man dann auch in dieser Zeit arbeitet, wenn ich ständig irgendwelche Pop-ups kommen auf dem Handy oder auf dem Laptop und das tut echt gut, ja. Ja, ich habe in einem Gastartikel, den du woanders geschrieben hast, gelesen, das möchte ich gerne mal hier zitieren, weil es passt gerade total gut. Mhm. Die spannendste Aufgabe heutzutage ist es wohl, aufmerksam in der Gegenwart zu leben. Unter all den Zerstreuungsmöglichkeiten ab und zu mal den Blick auf das Wesentliche zu richten. Bewusst sich und die Welt wahrnehmen, reflektieren und so handeln, dass es nicht nur für einen selbst gut ist, sondern auch für alle anderen. Mhm. Fand ich auf jeden Fall sehr schön, also sowohl, ne, also eben zu sagen, ja, es ist diese Achtsamkeit, die wir alle ein Stück weit weiter brauchen, aber eben auch durch die Achtsamkeit wieder zu unserem Wesenskern als mitfühlende Menschen zurückzukommen und eben zu merken, unsere Handlungen haben eben Konsequenzen nicht nur für unser eigenes Leben und unsere eigene Zufriedenheit, sondern eben auch auf alle anderen drumherum und auf die Welt im Gesamten. Genau. Ich habe auch, man ist ja oft auch zu sehr mit sich selbst beschäftigt und man grübelt so viel über eigene Sachen nach, was man gesagt hat, wie man sich verhalten hat. Ich denke, da ist es dann auch oft sinnvoll, sich einfach ein bisschen auch weniger um sich selbst zu kümmern, sondern sich um andere zu kümmern und zu überlegen, was könnte ich denn für andere Gutes tun und
dabei auch dieses eigene sinnlose Gedanken, die sich immer wieder im Kreis drehen, auch aus diesem Kreislauf rauszukommen und seinem Leben ein bisschen mehr Sinn zu geben, indem man andere hilft, auch was aus sich zu machen oder was auch immer, ja. Ja. Was glaubst du denn, was kann so, oder gibt es irgendwie so ein paar Dinge, die jeder Einzelne eigentlich tun kann, um die Welt so ein bisschen zum Positiven zu verändern, wenn man jetzt vielleicht kein Illustrator ist? Das sind ganz viele Dinge, würde ich sagen. Also angefangen natürlich bei sich selbst, dass man einfach, also was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, ist, dass diese wirkliche Achtsamkeit, also ganz bewusst zu leben und nicht gelebt zu werden, dass man wirklich wieder versucht, den Moment auch zu genießen, die Sinne wahrzunehmen, dass man einfach sich nicht zu sehr, um sich auch nicht zu sehr manipulieren zu lassen von im Supermarkt von den Medien, dass man einfach da schon mal aufmerksam ist, viel hinterfragt, nicht alles akzeptiert, wie es ist, überlegt, was man an der eigenen Situation verändern könnte. Und dann versuchen auch diesen Schritt zu gehen. Also man muss ja nicht jetzt von heute auf morgen irgendwie ein besserer Mensch sein, sondern ich glaube, der Weg ist oft schon ausreichend, dass man sich einfach auf den Weg begibt und sagt, ich fange jetzt bei einer Kleinigkeit an und dann wird das eine zum anderen kommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich weiß, dass bei mir zum Beispiel war es auch so, dass ich, es fing eigentlich damit an, dass ich meine Ernährung auf vegan umgestellt habe und dadurch dann wieder auf ganz andere Sachen aufmerksam geworden bin. Und im Endeffekt ist dann irgendwann das Online-Magazin und der Podcast draus geworden. Da hätte ich niemals dran gedacht, in dem Moment, als ich in Anführungsstrichen nur meine Ernährung umgestellt habe, dass ich irgendwann hier Menschen interviewe und mich selber sozusagen in die Welt rausbringe, um in der Hoffnung, damit andere auch inspirieren zu können. Und ich denke, das hängt alles ganz, ganz eng zusammen, eben auch bei sich selber anzufangen. Und dann entsteht meistens ganz automatisch irgendwann das Bedürfnis, auch anderen zu helfen oder eben was positiv zu verändern. Ja, das ist ja das Schöne, dass man das alles so mit sich zieht, dass man mit einer Sache angefangen hat, dass sich dann auf einmal eine ganz neue Welt eröffnet oder man sich dann mit der Ernährung beschäftigt, da öffnen sich dann auf einmal ganz neue Türen und auch mit Yoga, mit Achtsamkeit. Also wenn man einen Weg davon einschlägt, dann ergeben sich manchmal auf 10 neue Wege, die man gehen kann. Und ich habe auch gemerkt, dass es total hilfreich ist, einfach dann auch darüber zu erzählen, also auch über die eigenen Träume, die eigenen Ziele, weil je mehr Menschen davon wissen, was man wirklich will in seinem Leben, was man vorhat, desto besser können die natürlich auch helfen. Und da habe ich gemerkt, dass es hat total viel gebracht, einfach da auch über meine Pläne zu erzählen, wo ich hin will, was ich machen will. Da haben sich dann irgendwie 10 neue Türen ergeben und das auf jeden Fall fand ich sehr hilfreich. Dann hast du auf jeden Fall hier jetzt nochmal ein Forum dafür. Was sind denn deine Pläne, deine Träume, deine Ziele, sei es jetzt mit den Illustrationen oder vielleicht auch anderen Projekten, die du noch so in der Schublade hast? Ja, also so, ich habe jetzt noch keinen konkreten Plan, wie jetzt die nächsten Jahre aussehen werden. Was ich natürlich gerne machen würde, ist als Designer weiterzuarbeiten und dann eben mich mit Projekten zu beschäftigen, die ums Thema Nachhaltigkeit, Soziales, Kulturelles gehen. Ich will jetzt mich nicht den ganzen Tag mit Kundenaufträgen beschäftigen, sondern so vielleicht so eine 50-50 Zeiteinteilung, dass ich noch nebenbei noch Zeit habe für eigene Projekte, und das könnten zum Beispiel sein, dass ich vielleicht anfangen, ein Buch zu schreiben oder dass ich eine eigene Postkartenserie drucken lasse und also so eigene Ideen einfach vorantreiben, oder wenn ich merke, irgendwo ist ein, ich will auf irgendwas aufmerksam machen, auf irgendwelche Missstände, dass ich dann eben die Zeit habe, dafür etwas zu tun. Das ist also die Plan, dass sich die Balance hält zwischen auf der einen Seite Kundenaufträge, Designaufträge und auf der anderen Seite eben freie Projekte vorantreiben. Ja.
Und was ist so, also gerade, ich finde ja eben, wie gesagt, deine Illustrationen sehr, sehr wirksam. Jedenfalls sind sie bei mir wirksam. Und ich glaube ja, wenn du 10.000 Instagram-Follower hast, auf jeden Fall auch bei ein paar anderen Leuten. Und die ja eben auf eben diese Missstände hinweisen. Gibt es da irgendwie ganz, ganz konkrete Ziele oder Wünsche sozusagen, wo du sagst, ich möchte irgendwie dazu beitragen, dass eben ja die Wale nicht mehr gejagt werden oder was weiß ich was. Gibt es da Dinge, die dir einfach ganz besonders am Herzen liegen? Das sind auch ganz verschiedene Dinge, je nachdem, wie auch, was gerade, wo der Bedarf gerade ist. Also, ich reagiere dann auch manchmal gern auf Aktuelles, wenn ich so schnell das in den Nachrichten höre, dass zu viel Plastik in den Meeren ist, dann habe ich total Lust, was zu diesem Thema zu machen. Oder wenn ich merke, dass das zu viel Kriege gibt, dann überlege ich was zum Thema Frieden. Oder also es ist immer je nachdem auch was in der Gesellschaft gerade los ist, entwickle ich dann auch Ideen. Oder wenn ich mal wieder eine Infografik sehe über den Fleischkonsum, dann habe ich Lust, was gegen Fleischkonsum zu machen. Und das wechselt ja von Themenbereich zu Themenbereich. Da habe ich mir jetzt auch keine Grenzen gesetzt. Also was mich gerade interessiert, wo ich merke, da ist vielleicht ein Bedarf oder da wäre es wert, mal sich damit zu beschäftigen und dass andere Menschen eben auch davon erfahren, weil oft ist es ja auch so, dass man gar nicht, man kann ja nicht alles wissen. Und wenn ich habe früher auch Fleisch gegessen, weil ich nicht wusste, wie das alles abläuft oder weil ich mich auch nicht dafür interessiert habe. Und wenn man einfach dieses Wissen verbreitet, dann denke ich, hat das auch Auswirkungen. Und ja. Also das heißt, das ganze Thema Veganismus beziehungsweise vor allen Dingen auch eben aus der anderen Perspektive gesehen aufzuklären und den Leuten sozusagen die Informationen an die Hand geben, dass sie eigene Entscheidungen treffen können, die jetzt vielleicht nicht von der Werbung und der Industrie beeinflusst sind, sondern ihnen eben mit den Illustrationen auch einen Denkanstoß zu geben und mit den Illustrationen vielleicht auch eben den, ja jetzt in dem Fall den Tieren, aber ansonsten vielleicht auch zum Beispiel dem Ozean oder so, eine Stimme zu geben, die nicht sprechen können und die sozusagen dich in deren Dienst zu stellen und sie zu unterstützen, das liegt dir am Herzen. Genau, das sind genau diese Sachen, die mich dann bewegen und wo ich dann auch unglaublich viel Spaß daran habe, mir Ideen dafür da zu entwickeln. Und manchmal denke ich auch, werde ich dann irgendwann mal keine Ideen mehr haben, gehen mir irgendwann mal Ideen aus, aber egal, das Gegenteil der Fall, je mehr ich mich mit solchen Themen beschäftige, desto mehr Ideen habe ich und ich habe das Gefühl, ich bräuchte einfach mal auch ein paar Jahre Zeit, um alle Ideen mal auszuarbeiten, die ich habe. und ja, aber man muss dann auch selektieren, welche Ideen will ich denn jetzt vorantreiben oder welche Ideen priorisiere ich jetzt, wenn ich jetzt 10 Ideen habe, welche davon setze ich denn jetzt um? Ich habe auch eine ganze Liste mit Ideen, die ich noch machen will, aber die jetzt nicht unbedingt zeitgebunden sind, da ist jetzt kein aktuelles Thema. Das mache ich dann, wenn die Muße dann mal da ist. Und von daher glaube ich, dass immer mal wieder Ideen auch kommen, weil die Welt verändert sich natürlich auch immer weiter und da wird es dann nie aufhören, hoffe ich mal. Naja, und wenn es tatsächlich mal so ist, dass es keine Missstände mehr gibt, auf die du aufmerksam machen kannst, dann glaube ich, haben wir einen guten Job gemacht. Ja, also ich will auch nicht, also es macht ja auch Spaß, auch einfach Schönes zu zeigen. Also ich mache ja auch zum Beispiel viele Yoga-Illustrationen oder ich zeige glückliche Tiere. Ja, ich glaube, das braucht man auch dann zwischendurch, um sozusagen den Glauben an die Veränderung nicht zu verlieren, oder? Ja, ich versuche auch immer, die Dinge nicht zu negativ darzustellen, sondern dass vielleicht auch noch ein kleiner amüsanter Hinweis ist oder irgendwas, dass man mit einem positiven Gedanken irgendwie rausgeht. Ich mag das nicht, wenn man dann zu sehr das Negative herausstellt, sondern wenn das vielleicht ein bisschen eingepackt ist in ein Umfeld, was es nochmal mit einem Augenzwinkern verlässt. Und
wo man, weil das sollen ja Dinge sein, mit denen man sich auch gern beschäftigt. Und wenn das dann alles, wenn die Message dann insgesamt zu negativ ist, weil zum Beispiel wir haben, wenn ich jetzt sagen würde, oh Gott, die ganzen Meere sind voller Plastik, dann und einfach nur ein Meer voller Plastik zeigen würde, dann wäre das vielleicht ja jetzt nicht genug Botschaft, die hängen bleibt, oder nicht genug Botschaft, mit der man sich dann zu sehr beschäftigen will, weil es einfach zu negativ ist. Und wenn ich da vielleicht noch versuche, dann so eine kleine amüsante Wendung mit reinzubringen, die schon noch das Thema beinhaltet, aber einfach dann ein Bild hinterlässt, das auch vielleicht ein bisschen hoffnungsvoll ist, also ein bisschen optimistisch, damit man optimistisch dann davon weggeht, das fände ich schon ganz gut. Ja, ich glaube, das ist einfach, also, ne, also jeder, der irgendwie Nachrichtensendungen mal geschaut hat eigentlich und halbwegs informiert ist, glaube ich, kann nicht behaupten, dass er nicht schon mal davon gehört hat, dass ein Großteil des Fleisches, was in Deutschland konsumiert wird oder weltweit konsumiert wird, aus Massentierhaltung kommt, und trotzdem kommt es halt an die Leute nicht ran, und die Leute kennen die Bilder, und auch wenn sie grausam sind, man verschließt sich einfach viel, viel zu schnell davor. Und ich denke, und deshalb heißt ja auch Happy Planties, Happy Planties. Es ist mir ganz wichtig, dass es eben auch, ja, dass es sowohl der Veganismus nicht als Verzicht daherkommt, als auch, dass eben, wenn man auf Missstände aufmerksam macht, dass das eben nicht mit dem Holzhammer passiert. Ja. Weil mit dem Holzhammer, da fühlen die Leute sich angegriffen und fühlen die Leute sich verurteilt und kritisiert. Und wenn man ihnen eben auf angenehme und humorvolle Art und Weise die Themen näher bringt, dann hat man eine viel größere Chance, dass sie auch zuhören oder hinschauen. Und ich denke, das ist das, was auf jeden Fall in deinen Illustrationen der Fall ist. Ja, manchmal versuche ich auch, das Ganze in so ein trojanisches Pferd reinzupacken, dass es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht nach irgendeiner besonderen Message aussieht, sondern dass es erstmal nur vielleicht schön ist auf den ersten Blick, und dann beim genaueren Hinsehen erkennt man dann vielleicht die eigentliche Botschaft, und das macht mir auch einen großen Spaß, das Ganze in so ein trojanisches Pferd, sage ich mal, zu packen, was dann auch für Leute interessant ist, die sich vielleicht mit dem Thema normalerweise nicht beschäftigen, also Menschen, die sich vielleicht eigentlich gar nicht mit dem Thema Fleischkonsum beschäftigen wollen, dass man denen dann über eine andere Message eigentlich eine Aussage gibt, die dann auch verstehen und verstehen wollen. Ja. Hat denn bei dir die vegane Ernährung auch, ja, sozusagen deine Sicht auf die Welt, jetzt nicht nur was die Missstände angeht, sondern auch generell einfach so eine Klarheit für dich geschaffen? Das erzählen ja ganz viele Leute. Hast du da bei dir selbst persönlich auch große Veränderungen erlebt? Ja, es sind ja dann auch immer verschiedene Themen, mit denen man sich beschäftigt, wenn man sich vegan ernährt. Da gehört ja dann auch viel dazu, wie die Kleidung und also dieses Gesamtbild, was sich dann ergibt, wenn man sich dann mit dem Thema beschäftigt. Und das hat man schon das Gefühl, dass, oder man will ja auch mehr wissen, wie diese Welt funktioniert, wenn man sich versucht, dann ethisch und vegan zu ernähren. Und da hat man dann, es gibt ja dann irgendwann auch so viele Informationen, dass man das Gefühl hat, man weiß irgendwie, wie man sich richtig verhält, aber ja, insgesamt ist es dieses Gefühl von eine Klarheit oder eine Vision an. Eine Vision von einer besseren Welt, ja, auch irgendwie zu sehen, oder? Ja, genau. Ja. Gut. Ja, was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, ja, dass du, der ja früher sozusagen für Corporate-Kunden gearbeitet hast, jetzt deine Fähigkeiten eben in den Dienst dieser Sache stellst, in den Dienst dieser Vision stellst. Und bin ich auf jeden Fall gespannt, was da in Zukunft noch alles kommen wird. Ich habe am Abschluss immer noch so ein paar Fragen, die ich eigentlich jedem stelle. Hast du irgendeinen Tipp für die Leute, die einen Neuanfang wagen wollen? Du hast ja jetzt selber eben einen relativ großen Schritt gemacht, dein Baby, die Agentur verlassen. Hast du irgendeinen Tipp, ja, wie man sich an solche Neuanfänge ranwagen kann? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mit ganz vielen Menschen auch sich darüber unterhält.
und auch von ganz vielen Menschen davon erzählt. Vielleicht wird man auch Gegenwind bekommen. Viele werden vielleicht sagen, bist du verrückt, mach das nicht. Aber andere werden sagen, das ist genau die richtige Entscheidung und ich kann dir vielleicht sogar dabei helfen. Und das finde ich eigentlich das Wichtigste, dass man sich mit ganz vielen Menschen über diese Ziele und diese Träume unterhält, weil das ermöglicht einem dann so viel, auch wirklich diesen Schritt zu gehen. Und wenn man nur vor sich hindenkt und ach, ich mach's vielleicht mal nächstes Jahr oder ich mach's vielleicht mal in 2 Jahren, dann hat man ja auch keinen Druck, dann lässt man das Leben einfach so weiterlaufen. Und ich glaube, wenn man einfach Menschen davon erzählt, dann hat man ja auch so eine, ja, sowas wie eine Deadline, dass man einfach sagt, hey, du, ich mach das jetzt dieses Jahr noch und dann macht man es vielleicht auch, weil man es einfach jemandem erzählt hat, man will es dann auch einhalten. Und das hilft, glaube ich, sehr viel. Und auch dieses drüber reden und dann wirklich auch das Ziel fassen, es dann auch umzusetzen. Weil ich glaube, es ist dann auch blöd, wenn man dann das immer vor sich her schiebt und nach 10 Jahren denkt, ach, hätte ich es doch mal vor 10 Jahren gemacht, sondern dann eben die Möglichkeit jetzt ergreifen und jetzt überlegen, wie sehen die nächsten Schritte aus, was kann ich dafür tun? Und dann einfach diesen Weg auch gehen und es wird sich auszahlen. Also wenn man wirklich was verändern will an seinem Leben und merkt, in diese Richtung, das ist was total Sinnvolles, was zu mir passt, dann ist das der richtige Weg. Und das ist dann auch, natürlich ist es mutig, dann auch, je nachdem, in welcher Situation man gerade ist, so einen Weg zu gehen. Aber man muss sich überlegen, was im schlimmsten Fall passieren kann. Also auch in unserer Gesellschaft würde ich mal sagen, ist es relativ risikoarm, einen Neuanfang zu wagen. Ja, absolut. Also ne, in Deutschland muss man sich schon schwer bemühen, um sozusagen durch das soziale Netz komplett durchzufallen. Ne? Ja. Ja, das predige ich auf jeden Fall auch immer wieder. Also man hat fast nichts zu verlieren und man wird, selbst wenn der Neuanfang sich sozusagen auf den ersten Blick oder auf den zweiten Blick als als Umweg rausgestellt hat, man wird auf jeden Fall was draus lernen. Ja, man darf dann auch, falls es irgendwie nicht klappt, darf man dann auch nicht denken, oh, hätte ich es mal nicht gemacht, sondern man ist ja dann auch unglaublich daran gewachsen, weil dann, sobald man eben ein neues Leben einschlägt, man wächst ja unglaublich daran, an dieser Herausforderung, dass man das überhaupt nicht bereuen muss, selbst wenn es nicht funktioniert. Man ist danach sowieso ein neuer Mensch und verändert und ganz, hat vielleicht ganz neue Ideen für was anderes. Und von daher muss man auch gar keine Angst davor haben, dass es irgendwie nicht klappt, würde ich sagen, sondern es einfach tun und dann und den Moment dann genießen. Ja. Gibt es irgendeinen inspirierenden Leitsatz oder ein Zitat oder so, nach dem du lebst? Ich habe letzten einen tollen Satz gelesen von Eckhart Tolle. Der hat geschrieben, es gibt immer genau 3 Möglichkeiten, wie man mit einem Problem umgehen kann. Das ist zum einen der Situation entfliehen, dass die Situation verändern oder sie ignorieren. Und das trifft eigentlich auf alle Bereiche zu, die man sich so vorstellen kann. Und man kann sich immer eins von den Sachen aussuchen. Und das nimmt auch so ein bisschen die Angst vor der vor Problemen oder vor Herausforderungen. Man weiß, es gibt immer eine Art, damit umzugehen. Entweder ich akzeptiere diese Situation und meckere dann aber auch nicht rum. Oder ich bin unzufrieden mit der Situation, dann verändere ich sie auch wirklich. Oder ich versuche der Situation einfach zu entgehen. Und hört sich natürlich dann auch immer einfach an. Und gerade bei Situationen verändern oder zu akzeptieren ist ja auch oft nicht so einfach, aber einfach zu wissen, okay, ich habe immer verschiedene Möglichkeiten, wie ich mit einer Herausforderung umgehen kann. Ich finde, sowas nimmt auch schon mal die Angst vor Veränderung. Ja, man hat immer eine Wahl, ne? Also man kann vielleicht nicht immer beeinflussen, was im Außen passiert, aber was man immer beeinflussen kann, ist, wie man selbst damit umgeht. Und gibt es irgendein Buch, einen Film, einen Podcast, irgendwas, was dich ganz besonders nachhaltig beeindruckt oder beeinflusst hat? Ich lese gerade ein Buch, das heißt Transformationsdesign von Bernd Sommer und Harald Welzer. Das finde ich total spannend, weil es darum geht, in welcher
Situation die Gesellschaft sich befindet und was getan werden muss, um eben eine nachhaltige Gesellschaft zu bringen und dass die Welt einfach so, wie sie jetzt im Moment funktioniert, eben nicht zukunftsfähig ist und welche Möglichkeiten es gibt, um Veränderungen einzuleiten, eine zukunftsfähige, moderne Gesellschaft hinzubekommen, die sowohl eben nachhaltig ist, aber eben auch wirtschaftlich und ja, das finde ich total spannend gerade, dieses Buch. Ich bin noch mittendrin, aber das ist sehr, beschreibt sehr gut die Situation gerade und gibt auch eben Aussichten, wie es verbessert werden kann. Ja, ja cool, werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und jetzt ganz aus der Reihe sozusagen, wir haben ja eben nur so ein bisschen über Vegansein gesprochen. Gibt es irgendein veganes Lieblingsrezept, was ich dann auch für die Hörer bzw. die Magazinleser nachkochen kann und ja, irgendwas, was du gerne isst? Ich mag ganz, ganz einfache Gerichte meistens. Vor allem mag ich Bratkartoffeln. Also richtig schön angebraten, vielleicht auch mit einem exotischen Gewürz, damit es nicht zu langweilig ist, vielleicht mit Kurkuma. Also kann man ganz viele verschiedene Sachen mitmachen. Aber diese Grundbratkartoffeln einfach schön fettig und ungesund. Finde ich super. Muss auch mal sein. Ja. Ja, cool. Dann werde ich mal gucken, dass ich mir auf jeden Fall ein Bratkartoffelrezept überlege. Das, was es dann in der nächsten oder übernächsten Woche geben wird. Ich freue mich jetzt schon drauf. So, und dann habe ich eine allerletzte Frage. Und zwar, du hättest die Möglichkeit, eine Nachricht an alle Facebook- und Instagram-User der Welt auf einmal zu schicken. Was würde in dieser Nachricht drinnen stehen? Wow, das ist eine schwierige, eine schwierige Frage. Du kannst natürlich auch ein Bild schicken. Dass die Menschen mehr sich hineinfühlen sollen in andere Lebewesen und versuchen sollen, sich also verbunden zu fühlen mit allem, was ist, weil die Menschen fühlen sich ja oft so getrennt von der Natur, getrennt von Dingen, man unterscheidet ja diese Kategorien Natur, Mensch, Tier, was ja Blödsinn ist, weil es ist alles eine Einheit, alles Natur. Und dass man sich eben verbunden fühlt mit dieser Gesamtheit und auch versucht einfach, sich in andere hineinzuversetzen, zu fühlen, was könnten die fühlen. Und das wäre so eine Message, die ich gern an alle Menschen verbreiten würde. Ja, kann ich total unterschreiben, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, das ist halt einfach was, das so ein bisschen, also dieses Gefühl der Verbundenheit, das wird immer stärker, je mehr man sich eben mit all den Themen, mit denen du dich auch auseinandersetzt, beschäftigt. Ja. Ne? Super. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Letzte Worte, irgendwas, was wir vergessen haben, was zu kurz gekommen ist? Wahrscheinlich fällt mir heute später in ein paar Stunden noch ganz viel ein, was ich noch hätte sagen sollen. Aber im Moment fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Also du hast noch eine Frage. Du hättest noch die Möglichkeit, hier Werbung für dich zu machen, sozusagen. Ach, ich glaube, da hast du schon ganz gute Worte gefunden. Super, ja, wie gesagt, ich werde auch all die Links zu deiner Webseite, zu deinem Instagram-Profil und so weiter, werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen, sodass die Leute dich finden können und sich dann auch endlich ein paar von den Illustrationen anschauen können, von deinen Arbeiten anschauen können, von denen wir jetzt hier nur geredet haben, was auf jeden Fall eine Herausforderung war im Podcast, glaube ich. Aber ja, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ja. Und ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, dass du dabei gewesen bist. Und ich sag schon mal Tschüss. Ja, vielen Dank dir auch für diese Möglichkeit, hier in deinem Podcast vertreten zu sein, auf deiner tollen Website. Und ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War sehr ungewohnt, das erste Podcast-Interview. Und ja, es war sehr... Ich finde, du hast dich sehr gut geschlagen. Danke. Und ja, vielen Dank. Gerne. Ja, das war das Interview mit Steffen.
der Liebe war auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt. Das war sein allererstes Interview und ich glaube aber, dass viele interessante Sichtweisen drin waren und hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen kannst und einfach eine schöne Zeit mit dem Interview hattest. Und natürlich vor allen Dingen hoffe ich, dass du dir die Illustrationen von Steffen mal anguckst. Die findest du, wie gesagt, also eine kleine Auswahl davon, in den Shownotes. Und die Shownotes findest du unter www.happyplenties.de/episode 042 und auf der Episodenseite gibt es ein paar Beispiele und so ein paar Favorites sozusagen, die ich mir rausgepickt habe. Und aber natürlich findest du da auch die Links zu Steffens Webseite, zum Instagram-Account und da gibt es auf jeden Fall visuelles Futter noch und nöcher. Und ich wünsche dir viel Spaß damit und wenn dir die Sachen gefallen, dann lass Steffen das auf jeden Fall wissen. Kommentier ihm gerne auf dem Blog beziehungsweise auf Instagram und hilf ihm, die coole Message, die er hat, auch weiter zu verbreiten und erzähl deinen Freunden davon und so. Und ansonsten, ja, bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, wie immer, ich freue mich riesig, wenn du auf die Episodenseite kommst, mir da einen Kommentar hinterlässt und mich wissen lässt, wie dir das Interview gefallen hat und wie dir der Podcast insgesamt gefällt. Und das kannst du natürlich sonst auch gerne per E-Mail tun oder wir connecten uns auf Instagram oder Facebook, da findest du mich überall unter @happyplenties. Und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast bewertest auf iTunes, ihm vielleicht sogar 5 Sterne gibst, falls er dir das wert ist, was ich natürlich hoffe. Und mir gerne auch eine kleine Rezension schreibst, damit ich weiß, wie der Podcast bei dir ankommt. Und damit würdest du mir sehr helfen. Denn der Podcast kann dann noch von mehr Menschen gefunden werden und wir können mehr Menschen zu Neuanfängen inspirieren. Und es würde mir sehr, sehr viel bedeuten, wenn du mir dabei hilfst. Ja, ich schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und verabschiede mich wie immer mit Let's Plant Some Happiness.